Lombok ist ein wenig kleiner als Bali. Die Inseln liegen sehr nah beieinander. Trotzdem geht zwischen diesen Inseln die sogenannte Wallace-Linie durch. Das ist die Grenze zwischen dem asiatischen und dem australischen Festlandsockel. Für die Überfahrt von Benoa nach Lombok brauche ich mit dem Speedboot etwa 3 Stunden. Die Lombokstrasse ist auch eine Fauna- und Flora-Grenze zwischen dem indonesischen Atoll und Australien. Biologisch bin ich jetzt also in Australien. Es gibt zum Beispiel auf Bali keine Leguan, auf Lombok aber schon. St. Gigi hat nichts zu bieten ausser Strand, aber der hat es in sich. Hier hat man Zeit, man genießt den Strand und die Sonne. Und wüst ist es ja eigentlich nicht. Der Norden der Insel ist noch total unberührt. Bis jetzt. Mit im Off höre ich plötzlich so etwas wie Musik. Ich gehe diesen Tönen nach und finde in einem Dorf die Männer vor, die üben für ihre Musik. Gendang Belenk nennt sich das. Es ist Musik, die folkloristisch ist, monoton und unmelodiös. Nadia, sauberes Wasser, und der Hillmann, der Ehrliche, heiraten heute. Sie sind 20 und 18. Ab heute dürfen sie zusammen wohnen. Vor der Ehe ist Geschlechtsverkehr absolut verboten. Das ganze Dorf lebt hier ausschließlich von Knoblauch. Hier gibt es noch keine Maschine. Zum Dreschen wird das Korn über ein Brett geschlagen und der Wind bläst den Spreu weg. Das Korn geht am Boden. Die Bauernfamilie hat einen persönlichen Adler. Er ist handzahm, fliegt nicht weg und ist auch nicht angebunden. Für was gut ist, weiss ich allerdings nicht. Hier wird an der Masbagik-Moschee weitergebaut. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Die Frauen schleppen das Baumaterial. Es stehen etwa 200 Frauen in einer Schlange bis zur Baustelle. Es kommt mir ein wenig vor wie der Pyramidenbau in Ägypten.